Ja, willkommen zurück beim Was ist los Podcast. Wie du es schon im Titel liest, ist das heute keine normale Interviewfolge. Ich würde es vielleicht mal so als eine Art Experiment bezeichnen. Um dich da ganz kurz abzuholen, also ein paar Tage vor dem ganzen Challenge-Rot-Wahnsinn kam mir so bei der Radfahrt der Gedanke, hey, es wäre doch eigentlich ganz geil, das vielleicht mal versuchen einzufangen von dem, was immer alle reden, halt wie geil Rot ist und was das für eine krasse Stimmung ist und dieses Triathlon-Spektakel einfach mal mitzuerleben, aber auf eine vielleicht ganz andere Art und Weise. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das mir gelungen ist, das muss letztendlich du entscheiden. Ich hoffe, dass du, wenn du das hier hörst und vielleicht sogar auch vor Ort in Rot warst oder vielleicht nur in Anführungszeichen vom Livestream, dass du das nochmal so ein bisschen miterleben kannst und einfach nochmal in die Welt abtauchen sozusagen. Und damit das klappt, setz dir am besten auch Kopfhörer auf. Also solltest du jetzt noch keine aufhaben, dann drück am besten nochmal kurz Stopp. Und hol sie dir schnell, weil ja, da kommt es auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich besser rüber. Du wirst auf jeden Fall die eine oder andere bekannte Stimme aus unserer Triathlon-Bubble hören. Es war sehr, sehr cool zu sehen, wie viele Leute sich da auch einfach zwischendurch die Zeit nehmen für einen. Und ja, mir hat es wieder gezeigt, wie geil Triathlon ist und wie sehnsüchtig man einfach ist nach diesen Tagen, wo man einfach ja beim Wettkampf ist und diese Atmosphäre spürt und diese vielen, vielen tausenden positiv verrückten Menschen einfach trifft und alle haben irgendwie eine gute Zeit. Und das wieder erleben zu dürfen, war einfach, ja, eigentlich nicht in Worte zu beschreiben. Und deswegen höre ich jetzt auf zu labern und ja, sozusagen Ton ab. Wir erreichen Hilpoltstein. Unsere Zugfahrt endet dort. Vielen Dank für die Reise mit der Mittelfrankenbahn. Auf Wiedersehen. Ja, das, was ihr da gerade gehört habt, das war die letzte Regionalbahn von Rot nach Hilpoltstein. Denn wir hatten uns mal aufgemacht und zwar wollten wir den Night Run mitnehmen, der um 20.15 Uhr am Marktplatz in Hilpoltstein stattgefunden hat. Und wir sind dann hier, wir wohnen jetzt ca. 500 Meter vom Schwimmstart entfernt. By the way, auch ein sehr, sehr krasser Stay hier, direkt am Rotsee. Und dann sind wir da zum Marktplatz gelaufen und zu unserer Überraschung standen da schon 200-300 motivierte Sportlerinnen und Sportler. Moderiert wurde das Ganze auch wieder von Hadi Töne, der in dieser Doku auch gleich noch vorkommt. Und ja, dann sind wir losgelaufen und ich dachte ehrlich gesagt, das ist jetzt ein guided, ganz normaler, chilliger Lauf, aber das war ein richtiger Run-Wettkampf, so wie man sich das vorstellt. Naja, und dann ist man halt doch wieder zu schnell gelaufen und es war sehr, sehr heiß, auch um 8:30 abends noch. War aber ein sehr, sehr schöner Lauf, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vom Hilpoltstein raus über die Felder, Radwege nach Rot bis zum Food Court beim Stadion. Und das Coole war auch wieder so diese Atmosphäre zu spüren, dass an der Strecke wirklich bei den kleineren Dörfern dazwischen wirklich wieder auch Helfer bzw. auch einfach Anwohner standen und uns angefeuert haben, als wenn wir jetzt sozusagen schon im Rennen am Sonntag wären. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gefühl und hat echt Spaß gemacht. Und wir hatten die famose Idee, das Ganze dann wieder zurück zu joggen, hatten wir dann aber doch sein lassen, weil es dann doch relativ schnell dunkel wurde. Und man hat dann am Food Court in Rot dann doch noch das ein oder andere alkoholfreie, frische Getränk gezapft. Und ja, dann wurde es doch ein bisschen später. Aber jetzt wollen wir doch mal ganz schnell gucken, was ging denn eigentlich so am ersten Tag ab? Also zoomen wir da am besten mal kurz rein. Ja, servus, Sören hier vom Was ist los Podcast. Ja, was ihr gerade gehört habt, das war das Wasserplatschen vom Roter See, direkt aus der Haustür hier gestolpert, bestes Wetter und ja, heute mal nicht in Interviewform, aber das hier wird trotzdem keine One-Man-Show. Wir sind hier gestern in Rot angekommen. Ja, ich dachte mir, das ist hier das erste Mal für mich in Rot und wir wollen uns dieses Triathlon-Spektakel hier mal anschauen, die nächsten 4 Tage. Ja, wir stehen jetzt hier gerade am Roter See. Die Atmosphäre ist richtig, richtig klasse. Danach geht es gleich jetzt zur PK, zur offiziellen Pressekonferenz. Wir nehmen euch mal mit, schauen da mal, was da abgeht.
Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, was die nächsten Tage so bringen. Wir alle freuen uns auf ein großes Event in den nächsten Tagen. Und zwar sind wir bei der Pressekonferenz, und ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen, zu einer Veranstaltung, die Sie einstimmen soll auf ein Wochenende, das hoffentlich wieder geschichtsträchtig werden wird. Und wir freuen uns, es ist ein großes Rennen, Dativ Challenge Road Powered by HEP 2022. Und wir freuen uns auf tolle Persönlichkeiten, mit denen wir natürlich auch ein bisschen plaudern wollen. Fangen wir mal an mit Finella. Last year, third place, without the crowd. Are you still nervous? Nervous? Yeah. No, it's just a swim my gun. It's just a training day. Okay. Ja, Vanilla Language war hier auf der PK sehr, sehr entspannt unterwegs und mindestens genauso entspannt und auch zum Scherzen aufgelegt war diese junge Frau. Ich fand es natürlich letztes Jahr schon genial, aber ich glaube, am Sonntag wird es alle meine Erwartungen übertreffen, und dadurch, dass ich eben, ja, ich komme aus Bayreuth, für mich ist es ein Heimrennen, von daher denke ich schon, dass die Zuschauer nochmal eine entscheidende Rolle auch für mich persönlich haben werden und mich hoffentlich über die schwierigen Passagen einfach pushen und schreien werden, und deswegen freue ich mich einfach unheimlich drauf, und vor allem diesen Solarer Berg als Athlet mal zu erleben, das wird natürlich, also da freue ich mich schon unheimlich drauf, und ich glaube, das wird echt ein unvorstellbares Erlebnis werden, hoffe ich. Im Altersheim oder im Altersruhesitz, also nur gesagt, die Ortlichkeit ist damit gemeint. Du bist auch da wieder untergebracht, richtig? Aber fühlt sich da auch nicht nur wohl, sondern es ist eine Art Glücksbringer. Ja, also ich freue mich da sehr. Ich habe das letztes Jahr richtig genossen und ich freue mich jetzt gleich einzuchecken und hoffentlich den einen oder anderen Bekannten wieder zu treffen. Ja. A few moments later. Yeah, just fast and furious, and I mean, we know I'll be chasing from behind, but I like that, and I expect the Germans to be cheering me on equally as them. Good luck for Sunday. It's possible to beat? Yeah. Of course it's possible. Okay. Ja, Patrick und Jan nehmen so und wollen zur Kenntnis. Wir kommen zu Markus, 24 years old. Jan is a few years older, maybe. What is your decision, or what was your decision and the reason why you will travel to Roth? Yeah, so it's my second full distance only. And then when I heard about the start list and I had seen the videos on the internet from, yeah, on YouTube from the Solar Hill, almost like a Tour de France stage, I was, yeah, it was a no-brainer for me. Did you agree you're maybe the strongest man on the bike? Hopefully the strongest overall. That's that's what we're competing. We're not competing in a bike race. Jan, willkommen zurück, möchte man ja fast sagen. 2016 hier der Titelträger, damals eben auch in der Raketenzeit dieses Rennen, ja, lieben gelernt. Das ist ein paar Jahre her. Was ist von damals und auch eben der, ja, im Kopf nach wie vor drin, wo du sagst, rot, da wollte ich nochmal hin? Ich muss sagen, die letzten Monate waren echt einfach relativ beschissen. Es war extrem viel los, auch neben dem Sportlichen, und dementsprechend bin ich jetzt einfach wieder froh, hier einen positiven Impuls zu setzen. Und ja, freue mich unter der Mischung aus jungen Wilden und Hocherfahrenen. Ist ja auch schön, nicht der älteste im Profifeld zu sein. Inzwischen muss ich ja leider sagen. Deswegen, ja, bin ich ja, echt happy und irgendwie erleichtert auch hier zu sein. Hast du eher Angst vorm Scheitern oder Lust aufs Gelingen? Ich habe nie Angst im Wettkampf, ich habe auch nie Angst vorm Scheitern und tue mich auch grundsätzlich schwer, tief zu stapeln oder das Ganze irgendwie anders zu formulieren. Allerdings muss ich in diesem Moment auch sagen, dass ich das Ganze irgendwie realistisch einordnen muss. Ich bin seit Mitte Januar verletzt. Das Ganze wurde falsch behandelt. Ich habe 3 Monate Zeit verloren, in denen die orthopädische Situation eher schlechter wurde, als dass sie besser wurde. Und dementsprechend, wie gesagt, ist es für mich eine ganz eigene Situation. Eine Situation, in der ich den sportlichen Perfektionisten auf gewisse Art und Weise parken muss. Das fällt mir sehr, sehr schwer, aber es fällt mir leichter, als zu Hause zu bleiben. Und ja, da auf meinen Körper hören muss, um dann im Endeffekt, ja, das Ganze so gut wie möglich durchzubringen. Du hast eben gesagt, es waren beschissene Monate, hast du quasi auch für dich selber Demut lernen müssen, dass auf einmal es nicht mehr so geht wie 20 Jahre zuvor, eigentlich du ja mehr oder weniger bis auf wenige Ausnahmen durch diesen Sport gerauscht bist. Naja, das Schöne ist ja, dass es immer Auf und Abs im Leben gibt.
Aber meine Art und Weise, damit umzugehen, ist halt im wahrsten Sinne des Wortes davon, ich will nicht sagen wegzulaufen, aber laufen zu gehen, um quasi einen Moment der Klarheit zu erleben. Und wenn dir diese Inseln teilweise fehlen, dann ist das manchmal so ein Teufelskreis, der da startet. Gut, aber offensichtlich hast du ja noch für dich selber auch erkannt, ich habe noch ein paar Rennen in mir drin. Es tut auf jeden Fall weh, am Rand zu sitzen und zuzuschauen, dass die Jungs abfackeln. Es kommt eine neue Generation. Es wurden ganz tolle Leistungen abgeliefert in diesen letzten Monaten. Das hat mich einerseits motiviert, es hat andererseits mir aber auch gezeigt, dass ich da unbedingt mich gegen messen will. Und dementsprechend ist es natürlich hier dann auch schön, einen Fingerzeig zu haben, wenn einige der Besten schon mal am Start sind. Einer der Besten sitzt neben dir, er freut sich aufs Duell. Wie gehst du es an? Absolut, ich freue mich immer auf das Duell. Wir haben, denke ich mal, eine besondere Beziehung, das ist absolut fair zu sagen. Einen harten Konkurrenzgedanken untereinander. Und das ist, glaube ich, das, was den Sport ausmacht. Ja, es ist eben, ja, man braucht Leute, mit denen man phasenweise auch mal aneckt. Ich glaube, das kann ich so sagen. Einfach, um sich selber ja dann auch nochmal über das Normale hinaus zu pushen. Und so kann ich Patrick nicht ganz beipflichten, wenn ich sage, es macht für mich wenig oder keinen Unterschied, wenn er am Start ist, weil es pusht mich wirklich. Es ist wirklich so ein Moment, wo ich sage, okay, der Junge, der kann was und ich will zeigen, dass es besser kann. Wir als Zuschauer freuen uns sehr, nicht nur euch beide, sondern all die Profis zu erleben, egal ob Damen oder Herren. Das wird ein großartiges Rennen. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Ich hoffe, ihr kriegt einen großen Applaus. Das war sehr spannend. Wie ist das so, wenn du dich jetzt auf so eine PK vorbereitest? Ich habe gesehen, du hast ja relativ viele kleine Zettel so mit Aufschriften. Nimm uns da mal kurz mit, so wie läuft sowas ab? Also es ist schön, dass diese Blendgranate zündet, weil da sind viele Zettel. Tatsächlich auch für den Sonntag schon. Für die PK selber, für die 8 Leute, die wir hatten, habe ich einen Satz zu heben. Und der Rest ist dann tatsächlich einfach zuhören und eben ja ein bisschen was rauskitzeln aus den Leuten. Bei Jan und bei Patrick ist es natürlich auch leicht, weil die sehr im Fokus stehen, genauso wie Anne. Aber dazu haben wir halt auch tolle internationale Starter. Das macht Rot aus und ist, glaube ich, auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, die es hier seit Jahrzehnten gibt. War für dich eine Überraschung jetzt dabei oder irgendwas, was so anders war als erwartet, wenn wir jetzt so die Pros kurz durchgehen? Ja, wir sind ja hier unter uns, von daher können wir offen reden. Also ich glaube tatsächlich, dass Jan selten so aufgemacht hat und auch sich so verletzlich in Anführungsstrichen gezeigt hat, weil er eben weiß, die Zeit der dicken Hose, die er normalerweise sagt, normalerweise kommt er zum Rennen und sagt, ich will das Ding gewinnen, am besten im Rekord. Und dann sitzen halt alle anderen daneben und denken, puh, das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Heute war er auch eben deutlich defensiver und eben auch offener und hat einfach auch so ein bisschen die Schlüssel Perspektive den Leuten gegeben und eben gesagt, es waren einfach beschissene Monate. Und umgekehrt ist da halt ein Patrick Lange, der wirklich, glaube ich, voll im Saft steht, der sich leider durch diesen Sturz um die WM im Mai gebracht hat, aber der für mich ganz klar der Top-Favorit ist am Sonntag. Ich bin auch wirklich mit Patrick seit vielen Jahren so verbunden und schätze ihn sehr. Er ist ein ganz anderer Typ als Jan. Das ist dann schon so ein Aushängeschild und verkauft sich natürlich auch großartig. Patrick hat das ein bisschen lernen müssen, auch weil natürlich er vor ein paar Jahren schon Weltmeister wurde und dann festgestellt hat, hups, er kann sich nicht verstecken. Patrick ist eher etwas introvertierter und schüchterner, aber mindestens genauso sympathisch, hat eine andere Art, aber ist ja auch schon ähnlich erfolgreich gewesen in den letzten Jahren mit 2 WM-Titeln. Also es sind 2 große Stars unseres Sports. 20 minutes later. Wir sind jetzt gerade aus der Pressekonferenz raus. Ich habe mir alle so ein bisschen angeguckt. Ich fand Markus Siedler wie so, also wirkte jetzt nicht wie so ein Profi, so war einfach so, als wenn er jetzt irgendwo gerade aus dem Sportverein so ja, kam. So. Irgendwie war total witzig. Fand ich auch mega geil, dass der einfach mit dem Rad zur Pressekonferenz kam. So. Alle anderen irgendwie mit Auto angefahren und so, aber er kommt halt mit Rad und steht einfach vorne und schließt sein Rad ab. So ein mega geiler Typ. Sam Long war ein bisschen verhalten. Ich hatte auch gerade mit Hadi nochmal, der war Moderator, Hadi Töne, meinte auch, ja, okay, Amerikaner ist hier in Deutschland zum ersten Mal, ist so ein bisschen verhalten, weil sonst haut er ja auch immer ein bisschen gerne mal auf den Putz, aber war eher auch verhalten. Wie hast du ihn erlebt? Ja, auch. Also ich fand es krass. Ich hatte echt so ein bisschen das Gefühl auch, dass er darauf wartet, dass irgendwie so, keine Ahnung, jetzt nicht ein dummer Spruch, aber irgendwie so, ne, dass irgendjemand ihn vielleicht so ein bisschen aufziehen will. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass er sehr verhalten ist und eher so den ernsteren Sam Long mal zeigen will hier. Eine Sache, die noch interessant war, du hattest auch Frodo mal ganz kurz ans Mic bekommen. Erzähl doch mal ganz kurz dazu.
Ja, ich hatte Frodo gefragt. Ich habe eine Playlist, die Race Week Radio heißt, und ich habe Frodo nach seinem Lieblingssong gefragt, den er entweder vor harten Trainingseinheiten in der Rennwoche oder halt unmittelbar vorm Wettkampf halt immer hört. Und er meinte halt, dass er erstmal die Playlist checken muss, weil er sehr viele nicht jugendfreie Songs auf der Playlist hat. Und dann hat er sich für Exhibit mit X Gone Give It To You entschieden. Okay. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Er wirkte echt gelöst und hatte da auch echt Bock zu quatschen und Interviews zu geben. Und Felix musste, also sein Manager musste ihn da auch so ein bisschen rausziehen, dann quasi schützen den Jüngling. Ja, wir steppen jetzt zur Expo und gucken mal, was da noch so geht. Ja, hier wird noch fleißig aufgebaut. Wir sind jetzt hier gerade mal bei der Messe und wir schauen jetzt mal, müsst ihr euch gerade vorstellen, wir gehen durch den Hauptkanal des Stadions. Und dieses bombastische Stadion, wie man es aus den Fernsehkameras kennt, sieht aktuell noch sehr rudimentär aus. Ich sehe einen Oberkörper frei, der gerade eine pafft. Und ja, wir schauen uns das morgen nochmal an. Also hier sind noch die Vorbereitungen am Start. 3 Tage vorm Rennen, alles noch entspannt hier. Keiner macht Hektik. Und wir werden jetzt mal den einen oder anderen Stand besuchen in Silence und Co. Ich habe mir jetzt hier mal den Alex Siegmund geschnappt, der steht hier vor mir, den Sockensiggi. Für all die, die jetzt noch nicht hier waren in Challenge Rot, würde ich gerne mal so wissen, dass du uns vielleicht mal ganz kurz abholst in 1, 2 Sätzen, was das Rennen hier ausmacht, weil ich überlege auch noch nächstes Jahr in Frankfurt zu starten oder in Rot. Und wofür soll ich mich jetzt entscheiden und warum? Ja, dir die Entscheidung abzunehmen ist natürlich schwer, das möchte ich gar nicht, aber Rot macht einfach aus, dieses, das klingt so klischeehaft, aber dieses familiäre, dieses... Man fühlt sich hier willkommen, man hat irgendwie das Gefühl, man fährt in diesen Ort rein und der ganze Ort hat auf dich gewartet. Auf jeden Athleten kommen hier 3 Helfer, glaube ich, die dir alles abnehmen wollen, die dich einfach mit offenen Armen empfangen. Und es ist so eine ganz entspannte, unaufgeregte, voller Vorfreude Atmosphäre, aber ohne dieses... Ja, over the top oder ohne so unnötige Stressfaktoren, sondern es ist einfach so entspannt, fast ein bisschen wie Urlaub machen, nur dass wir wissen, dass am Sonntag ein richtig langer und geiler Tag auf uns wartet. Ja, das stimmt, ja. Ich hatte erst kurz mit Hardy Töne gesprochen und der meinte, der war ganz, hat sich festgelegt, dass für ihn Anne Haug und Patrick Lange gewinnen. Würde ich dir auch nochmal gleich die Frage überreichen, aber vorab nochmal vielleicht, was verbindest du hiermit? Ja, ich habe meine erste Langdistanz hier gemacht 2018. 2019 bin ich hier gestartet und dann bin ich, 2020 ist er ausgefallen, 2021 bin ich dann auf die andere Seite gewechselt und durfte das erste Mal moderieren, was ich auch dieses Jahr wieder mache. Von daher verbinde ich einfach extrem, extrem viel mit dem Rennen und was es, glaube ich, ausmacht, ist auch dieses Epische. Meine Mutter zum Beispiel ist auch ganz froh, wenn ich wieder hier starte, weil sie sagt, es geht einfach nichts über den Schwimmstart. Das ist halt nicht so, es ist nicht diese Party-Atmosphäre, sondern so ganz, das kann man gar nicht beschreiben. Also es ist Gänsehaut pur, voller Emotionen und das ist, glaube ich, hier einfach einmalig. Insider-Frage, wo seid ihr untergekommen? In Röttenbach, im schönen Röttenbach. Wo ist das? Es ist eine Viertelstunde von hier. Das ist tatsächlich, das ist natürlich da ist so eine Großstadt wie Frankfurt natürlich ein bisschen besser, was hier so die Hotels angeht. Aber auch da, also hätte ich mich rechtzeitig um Homestay bemüht und hätte ich jetzt vielleicht nicht noch eine Freundin und einen Hund dabei, das wollte ich keinem Homestay zumuten, dann ist das hier natürlich auch geil, dass du einfach bei den Familien mit in deren Alltag integriert wirst. Auch das ist einmalig. Das habe ich von vielen Athleten gehört. Ich habe es noch nie gemacht. Aber auch das hat ja wieder Charme. Letzte Frage noch, deine Prognose? Ja, wenn Hadi sagt Patrick, dann sage ich jetzt... Sehr, sehr eindeutig hat er das gesagt. Ja. Okay, also morgen habe ich noch ein Gespräch mit Patrick. Ich hoffe, dass er es nicht hört bis dahin. Dann würde ich aber Frodo sagen, einfach um mal ein Gegengewicht zu Hadi zu haben. Ja, und bei den Frauen, glaube ich, wirst du hier auf der Messe nicht viele Leute finden, die nicht Anne Haug als Favoritin nennen. Ja. Okay, danke Alex, ja. Sehr, sehr gerne. The next day. Tag 2. In der einen Hand der frisch gemachte Kaffee mit der Aeropress und in der anderen Hand das Mikrofon. Ja, heute zeigt sich Rot von einer völlig anderen Seite. Also es ist heute extrem kühl. Es hat auch die Nacht ja, gut geschüttet. Und völliges Kontrastprogramm zu gestern, wo wir ja auch schon einige Stunden auf der Messe waren und man eher das Ziel hatte, möglichst viel Schatten abzubekommen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich einige Brands da nicht beneidet habe, verkaufen zu können, weil doch das schon sehr, sehr unangenehm
heiß und schwül war, vor allem auch nochmal verstärkt, glaube ich, durch die Matten, die da ausliegen bei der Messe. Ja, also das war auf jeden Fall krass, wie heiß es gestern war. Es soll auch morgen und dann am Renntag Sonntag wieder besser werden, sodass sich das Wetter heute mal eine kleine, ja, Auszeit gönnt. Und wir haben nachher noch einen kleinen Termin mit einem Profi und schauen mal, wer das sein könnte. So, es ist jetzt 2.54 Uhr Samstag und ich habe hier einen Kollegen vor mir, der in der Szene auch einfach nur Sebi genannt wird. Wie geht's dir? Beziehungsweise ich habe einen Podcast, der heißt Was ist los? Und ich würde einfach mal die ganz nüchterne Frage stellen, was ist los? Ja, wie es mir geht, ich würde sagen relativ bescheiden, weil ich morgen nicht am Start stehen werde, aber dementsprechend bin ich auch relativ entspannt. Also sonst wäre ich, glaube ich, einen Tag vorher nicht so entspannt und wird auch, glaube ich, keine Termine mehr machen. Genau, also als Profi musst du einfach das Beste draus machen und trotzdem noch einen einigermaßen anständigen Gegenwert liefern für deine Partner. Und den probiere ich zu liefern und ansonsten einfach wieder fit zu werden und dann auch nochmal Gegenwert in Form von Rennsiegern liefern. Ja. Du hast schon die Termine angesprochen. Jetzt bist du ja hier als Profi, der immer nicht startet. Ich sehe das hier zum ersten Mal. Es ist schon relativ stressig, habe ich das Gefühl, für die Profis. Beschreib mal ganz kurz, so, wie das für dich ist. Zieht das Energie? Gibt dir das Energie? Also es ist immer eine Mischung. Also jetzt heute gibt es mir auf jeden Fall Energie. Ja. Also ich meine, ich glaube, jeder, der sagen würde, es ist ihm völlig scheißegal, wenn da jetzt irgendwie 100 Leute in der Schlange stehen, die alle irgendwie was von einem wollen. Gerade nach 2,5 Jahren, wo du das gar nicht hattest, dann ist es auch schon mal angenehm, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja? Ich finde, im Triathlon bei uns ist es genau in einem richtigen Maß, weil wenn ich irgendwie morgen Mittag nach Hause fahre und dann, keine Ahnung, am Montag in den Supermarkt gehe, da erkennt mich keine Sau, wenn ich meine Mütze nicht aufhabe und so weiter. Also von daher, das ist einfach sehr angenehm, ja. Aber wenn du halt Rennen machst und du stehst dann hier einen Tag von einer Langdistanz, dir die Beine im Bauch, noch am besten in der Sonne, jetzt hier an der Hepbühne ist ja ganz angenehm, aber dann ist es echt hart, ja. Dann kostet sich richtig Energie und deswegen ist es so, dass ich das sonst normalerweise nicht machen würde. Jetzt bin ich hier zum ersten Mal und will versuchen, ein bisschen so die rote Stimmung hier aufzufangen oder einzufangen. Was verbindest du mit Rot? Eine Oma, die am Sonntag um irgendwie 7.45 Uhr sich vor ihr Haus setzt und mit einer riesen Kuhglocke 4000 Athleten über 6 Stunden lang anfeuert. Ja. Also das ist für mich, beschreibt das ganz gut. Es ist halt, sind halt alle Leute, die halt hier irgendwie hinter dem Rennen stehen oder zumindest mal 90%. Und das ist halt einfach geil. Also die Atmosphäre ist halt sehr einladend. Und Brot ist ja letztendlich ein Nest und das soll auf gar keinen Fall beleidigend sein, weil ich mag Nester. Ich bin selber in einem geboren und aufgewachsen. Aber es ist halt dann irgendwie die Triathlon-Hauptstadt an dem Wochenende der Welt und ist einfach vielleicht das zweitwichtigste Rennen der Welt für uns. Ja. Und ja, das beschreibt es ganz gut. Ja. Ich habe mir auf jeden Fall auch die Frankfurt Ironman angeguckt. Ich wollte eigentlich nicht so gucken, ist jetzt auch wirklich kein Geschleimer, aber ich habe es mir doch fast angeguckt, nur weil halt du als Kommentator dabei warst und ich weiß, dass es, und du weißt es auch von einigen, dass es mal ein anderer Kommentar war und das auch sehr, sehr spannend ist, auch glaube ich, auch die Szene sehr, sehr dankbar ist dafür. Wirst du Sonntag auch wieder kommentieren? Erstmal ganz vielen Dank. Ja, im Moment bin ich besonders empfänglich für jegliches Lob und jegliche Komplimente. Wenn es gerade nicht so läuft, dann hilft es tatsächlich ab und zu. Also danke dafür. Ja, letzten Endes will ich natürlich vor allen Dingen das machen, unseren Sport irgendwo interessant und gut verkaufen, weil es wird ja oft gesagt, ja, 8 Stunden ist einfach zu langweilig. Aber ich finde immer, das kommt halt auch extrem drauf an,
was man dann für Themen da aufmacht. Ja. Und genau, jetzt morgen werde ich schon auch ein bisschen was kommentieren. Auf keinen Fall da jetzt irgendwie die komplette Sendung. Ich finde auch mit Timo Bracht gibt es da jemanden für ein BR, der das wirklich ganz gut macht. Aber genau, ich werde beim BR kurz sein vormittags und dann auch nochmal beim internationalen Livestream und auch nochmal beim BR dann, aber halt nicht die ganze Zeit. Ja. Okay, eine letzte Frage, bevor ja der Talk losgeht, muss ich noch stellen. Ich habe gelesen bei Sport 1, dass es juckt schon sehr, auch jetzt, oder es tut eigentlich weh, auch von denen nicht starten zu dürfen. Und dann sind natürlich auch so diese ganzen Norweger, Iden, Blumenfeld, wie sehr juckt es dann einfach auch dann gegen die racen zu können, vielleicht nochmal dieses und nächstes Jahr? Ja, es juckt ja vor allen Dingen dann, wenn du auch davon überzeugt bist, dass du eine Chance hast. Also es juckt ja nicht dann, wenn du weißt, du kriegst jetzt halt richtig einen auf die Fresse. Also dementsprechend juckt es im Moment gerade noch nicht ganz so, muss ich sagen. Es juckt mich halt wieder zurück in Form zu kommen und dann auch die Chance wieder zu haben, halt Rennen zu machen. Was halt einfach schwierig ist, ist halt nach der ganzen Erfahrung halt jetzt mit Covid, du weißt halt nie, ob es dann halt auch die Chance gibt, wenn ich halt wieder fit bin. Ja. Und so gesehen muss ich halt schon echt sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, es hat mir echt 2,5 sehr wertvolle Jahre in meiner Karriere so gekostet, die ganze Sache. Ja. Aber so ist es und ich will mich auch nicht beschweren, weil ich hatte auch davor ziemlich viele gute Rennen und eine gute Zeit und ich glaube, das letzte Jahr wird auch nochmal gut werden. Ja, ich hoffe, dass es noch ein Jahr gibt und du machst ja noch bis nächstes Jahr. Und ja. Von der, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir werden uns das anschauen. Ja. Dankeschön, danke. Ich stehe jetzt hier auf der Tribüne vom Roter Stadion. Hier werden gerade noch die Kulissen aufgebaut, wo morgen dann das Großkino stattfindet und mehrere tausend Menschen ihren Traum erfüllen. Und ja, wir schauen jetzt mal weiter auf der Messe, was hier noch so passiert und wen wir vielleicht noch so Spannendes oder Bekanntes vor das Mic zerren können. Ah ja, und in der linken Hand ist natürlich der Americano klargemacht. Also, wir haben es jetzt hier 10.39 Uhr. Ich habe jetzt hier jemanden vor mir, der relativ bekannt hier ist. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin der Felix und ich bin der Veranstalter. Genau, ja. Ich habe gesehen, auf YouTube habt ihr auch so eine Videoserie gemacht, wo auch ihr auch ganz transparent so ein paar Sorgenkinder teilt. Ist jetzt alles behoben oder gibt es immer mal wieder, was jetzt aufpoppt, auch noch so 24 Stunden vor dem Rennen? Also ja, wir hatten die Videoserie angefangen in der Pandemiezeit, in der Corona-Zeit, einfach um unsere Athletinnen und Athleten umfassend zu informieren. Und was wir halt einfach auch in den letzten Jahren gelernt haben, je transparenter, ehrlicher, grad raus wir sind, desto besser können wir unsere Athleten auch mitnehmen und auch Verständnis wecken. Und wir hatten tatsächlich das Problem von massiven Lieferproblematiken, was die Rucksäcke anging, was die Helfershirts anging, die Finisher-Shirts. Jetzt aber tatsächlich auch alles behoben, es hat alles hingehaut. Und durch diese Transparenz ist uns auch gelungen, ein Athlet hat es gehört, aus dem Kraichgau, arbeitet für eine große Firma, Hummelsboots, und hat uns angerufen und gesagt, wir haben hier noch 10.000 Shirts, höchste Qualität in Hamburg. Und kann ich euch helfen? Ich möchte was zurückgeben, ich möchte euch unterstützen. Und ja, der hat es tatsächlich geschafft mit zwei Druckereien im Ruhrgebiet, dass wir übers Wochenende 24 Stunden sind da die Druckerpressen gelaufen und jetzt haben wir alles da. Und das ist halt einfach toll. Und wäre so nicht gekommen, wenn wir nicht einfach immer ehrlich sind. Ja, sehr cool. Wir sind hier auch bei einem, beim Roter See an jemanden, der macht hier auch Triathlon mit und hat uns auch vermietet hier und auch noch Rad ausgeliehen. Also sehr, sehr freundlich auch alle. Jetzt sind es noch knapp, nicht mehr 24 Stunden. Du bist aber auch voll eingespannt, oder? Immer das Telefon klingelt die ganze Zeit durch. Ja, jetzt ist schon so die absolute Hochphase. Jetzt kommen hier noch ein paar Problemchen, hier noch ein paar Problemchen, aber alles lösbare Geschichten. Und das Schöne ist, die Wettkampfleiter haben hier bei uns komplette Entscheidungsbefugnis, auch was Finanzen angeht. Wenn irgendwas nicht stimmt, können die sofort handeln, damit einfach wir das Beste für unsere Athletinnen und Athleten rausholen können. Ja, ja. Ja, noch zwei schnelle Fragen. Wie sieht dein Tag morgen aus und wann beginnt er vor allem? Beginnt um 3 Uhr, dann holt mich mein Motorradfahrer ab. Dann fahren wir ganz traditionell erstmal zum Grab meines Vaters morgens. Da halte ich kurz inne, der das Ganze hier mit meiner Mutter vor 20 Jahren übernommen hat, von Detlef Kühnel. Bis zu dem Zeitpunkt war es ein Ironman, jetzt 20 Jahre Challenge, was wir feiern. Von dort aus geht es dann auf die Brücke über dem Kanal. Dort zieht um 4 Uhr die Polizei auf.
sage ich kurz guten Morgen, dann fahre ich zur Wasserwacht runter, begrüße die. Die nehmen mich dann immer noch auf einen kurzen Trip über den Kanal auf dem Boot mit, das ist immer mega schön. Ja. Da sitzt dann immer noch so der Nebel und das ist wirklich tolle Atmosphäre. Und dann schaue ich mir den Schwimmstall an, gehe aufs Motorrad und bedanke mich bei unseren Helfern an den Helferstationen. Später fahre ich dann noch bis zur Lände raus auf der Laufstrecke, bedanke mich dort, komme dann hier rein, dusche kurz, ziehe mich schnell um. Dann begrüße ich die VIPs und die Politik und dann ist schon Zieleinlaufzeit. Und begrüße ich die Topathletinnen und Topathleten, gehe kurz zur Pressekonferenz, dann ziehe ich mich um, schnappe mir meinen E-Scooter und fahre hier von Roth nach Büchenbach. Unterstützt die Athleten und danach bin ich durchgehend im Zielbereich und begrüße die Athletinnen und Athleten. Tanzt mit denen dann im Zielkanal sozusagen. Genau, richtig, ja. Und ja, genau, eine Frage noch. Ich habe ja auch so gehört, du bist ja auch mit den Athleten, mit den Top-Athleten auch wirklich sehr gut im Austausch und habe auch von Hadi gehört, so, dann schreibt auch mal so ein Patrick, dass er sich total freut, so eine Woche vorher. Also das ist auch schon was Besonderes. Das gibt es ja sonst eigentlich nicht so, nicht? Ja, ich glaube, der Unterschied ist, ich bin nicht nur Veranstalter, sondern ich bin der größte Fan der Veranstaltung und selber lange genug Triathlon gemacht. Und das ist natürlich schon ein Privileg, wenn man das Feld zusammenstellen kann, wenn man im wirklich Austausch mit den Tops ist, das ganze Jahr über und da natürlich auch Freundschaften entstehen über die Jahre. Gut, vielen Dank, Felix, für das Mitnehmen nochmal kurz. Und ja, heute ist Samstag, was soll man hier noch auf gar keinen Fall verpassen? Ja, momentan haben wir den Challenge Women, der läuft. Der Junior Challenge läuft parallel. Heute Nachmittag haben wir noch die Briefings. Und dann morgen ist der ganz, ganz große Tag. Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir werden das uns anschauen. Wunderbar, herzlichen Dank. Morgen, schön, dass ihr da seid. Es sieht wunderbar aus. Die Heißluftballons werden aufgeblasen und auch da werden wir gleich unvergessliche Bilder haben. Und auch ein lieber Gruß zur Brücke hoch. Auch da wird es immer voller. Guten Morgen auch hier einmal winken, damit wir wissen, euch geht es gut. Wir freuen uns auf einen spektakulären Tag. Hier ist DATEV Challenge Rot, powered by Helms. Ein wunderbarer Tag mit wunderbaren Athleten und einer der Favoriten ist jetzt bei Alex. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jan Frodeno. Die letzten Vorbereitungen, viele, viele Menschen haben sich auf deinen Start hier in Rot gefreut. Gute halbe Stunde sind es noch. Wie ist deine Gefühlswelt? Ja, wie üblich, ziemlich nervös. Versuche irgendwie so ein bisschen in mich zu kehren und die Routine zu finden. Und ja, letzten Vorbereitungen, letzten Handgriffe und dann freue ich mich einfach auf den Startschuss. Du hast gute Erinnerungen an Rot. Was ist das, worauf dich heute am allermeisten freust? Ja, ich glaube, das höchste Wischer, ja, einfach mal das Gänsehaut-Feeling wieder voll und ganz erleben. Die Zuschauer-Power, die einem aus dem Tunnel rausreißt und die Gänsehaut-Momente. Und ehrlicherweise mich auch einfach mal wieder richtig auszukotzen, bis zum geht nicht mehr. Neben euch Topstar starten noch über 3000 Amateure. Gibt es was als Champion, als Weltmeister, was du denen noch auf den Weg geben kannst? Ja, schaut euch gelegentlich mal um. Es ist irgendwie krass, nach so einer langen Zeit zu sehen, dass alles irgendwie nicht unendlich ist. Und jeder dieser Tage ist ein besonderer und deswegen versucht es währenddessen auch ein klein wenig zu genießen und nicht erst im Nachhinein. Vielen Dank, Jan Frodeno. Wir wünschen viel Erfolg. Sagen nochmal herzlich willkommen in Rot, Jan Frodeno. Ach, es ist einfach ein wunderbarer Morgen und er rückt immer näher. Allerdings haben wir eine Rufmeldung für die Startnummer 291. Du hast ein bisschen wenig Luft im Fahrrad, sprich ein leichter Platten haben wir erkannt. 291. Wir müssen, und das ist eine ganz wichtige Information für alle Athleten, nochmal alle aus dem Wasser heraus, denn ihr wart nicht ordnungsgemäß über der Zeitmatte, hören wir gerade. Dementsprechend ganz, ganz wichtige Information, noch einmal raus aus dem Wasser, denn wir wollen, dass die Zeitnahme auch korrekt hier arbeiten kann. Eine Minute noch bis zum Start. One minute to go. Wir wollen zeigen, wir sind ready. Hier ist Rot. 1, 2, 3. Es ist einfach so irre, wie viel hier los ist und keine Ahnung. Ich kenne das nur aus der Perspektive des Starters irgendwie und dann man kriegt gar nicht mit, dass so viele Leute hier sind und
Das ist einfach eine mega Stimmung. Man hat echt gemerkt, so eine riesengroße Traube stand um Frodo rum. Ich weiß auch nicht, ob das zu beneiden ist an so einem Morgen, wenn da hunderte von Leuten irgendwie um dich rumstehen und die ganze Zeit versuchen, ein Bild zu kriegen. Wir freuen uns gleich auf aber ja, ist einfach mega spannend, mega aufregend. Worauf freust du dich am meisten heute? Ich freue mich am meisten, wenn wir nach dem Schwimmen zum Solarer Berg fahren und da die Stimmung einfangen, weil das ist das Krasseste, glaube ich. Und dann freue ich mich natürlich auf die Zieleinläufe später und auf ein Bier mit dir. Ja. Es gibt auch hier so viele verschiedene Stimmungsnester, die so gut besucht sind. Wir sollten auch mal gucken, ob wir irgendwie zur Biermeile kommen. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ich hätte das zum zweiten Mal das Wort Bier gefallen, aber hier gucken wir. Das ist noch vor sieben. Ja. Hey Maurice! Auf geht's, Maurice! Schalt deinen Kopf ein! Halt deinen Kopf an, Junge! Sehr gut, Junge! Aero-Kreis angezogen. Ja. Anna Haupt hatte vielleicht den falschen Beutel. Läuft jetzt nochmal in die Wechselzone zurück. Das ist natürlich ein kleines, aber feines Triathlon-Drama. Anne, kein Problem. Hör mal, wie laut wir dich anfeuern. Hier ist Anna Haupt! Also Abfahrt zum Solarer Berg ist dann 10.30 Uhr. Aber ich sag's nochmal, wenn wir dort sind. Also bis dann. Ja, schönen guten Tag. Also wir sind jetzt hier 8.36 Uhr. Wir sind jetzt hier am Solarer Berg angekommen. Und ich habe jetzt hier den Bernhard vor mir. Erzählt doch mal ganz kurz, was ihr hier macht. Ja, hallo. Grüß Gott miteinander. Ich bin der Bernhard. Ich bin da der Kapo von die Burgfest-Trommler. Und wir möchten hier Stimmung am Solarer Berg machen mit unserer Jugend. Ja, wir spielen praktisch unsere Stücke ein wenig abgewandelt in Richtung Samba, dass das ein wenig motivierender klingt. Ja, und dann haben wir Spaß. Ich hoffe, die Athleten bringt's was und den Zuschauern. Seid ihr immer hier an der Stelle? Ist es euer erstes Mal hier oder ist das schon Tradition? Es ist schon Tradition, dass wir hier beginnen. Wir begrüßen den ersten Athleten hier mit einem Tusch und dann laufen wir auf der linken Seite hinauf, queren oberhalb von der Bühne rüber und auf der rechten Seite hinunter. Und dann war das ein schöner Vormittag für uns. Ja. Und ich hoffe, dass es gefällt. Ja, okay, ja. Super. Vielen, vielen Dank, Bernhard. Ja. Gerne, danke. Danke auch, gell? Servus. Danke, servus. 8.54 Uhr, jetzt kommen hier gleich die ersten Profis mit Maurice Clavel und Frodeno zum Solarer Berg. Wir stehen hier zwischen Dativ und Hep Lounge sozusagen und ich stehe wieder mit Daniel. Und du hast ja schon 10-mal rot gefinisht. Ja. Nimm uns mal ganz kurz mit, wie ist das Feeling hier, wenn man hier hochdüst? Boah, es ist einfach, da findet man fast keine Worte für. Also wenn man unten um die Kurve biegt, man muss sich das so vorstellen, man biegt unten um die Kurve und sieht einen Berg voller Menschen einfach. Und wenn ich so drüber rede, werde ich sofort emotional, weil ich jedes Mal, wenn ich da unten um die Kurve gekommen bin, halt sofort Tränen in den Augen hatte, weil es einfach so krass ist, dass es kaum, dass man es kaum beschreiben kann. Thank you.
So, wir sind jetzt an unserer letzten Station angekommen, an der Lente. Wir fahren ab 12.50 Uhr. Also Departure 12.50. 12.50 Uhr, bitte pünktlich sein, fahren wir dann nach Rot. Tschüss. Lende muss man schon mitnehmen, oder? Ja, würde ich dir empfehlen. So, es ist jetzt 11.11 Uhr und ich habe mir jetzt jemanden geschnappt, der auch sehr, sehr bekannt in der Szene ist, aber wahrscheinlich eher im Hintergrund immer agiert. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du hier machst. Also ich bin Wenke Kujala, ich bin die sportliche Leiterin vom Team Erding Alkoholfrei, war früher selbst Profiathletin und bin ja auch schon seit über 20 Jahren im und am Triathlon irgendwie beteiligt. Wer ist vom Team Erdinger gerade heute hier am Start? Das ist der Patrick Lange, Caroline Lehrieder und Thomas Davis aus England. Genau, also das sind unsere Athleten, aber man hat natürlich auch so viele Freunde und Bekannte im Rennen. Wie ist das für dich von den Emotionen? Du bist ja auch sehr nah am Team dran, was man auch mal so auf Social Media sieht. Und wie ist das für dich? So, bist du jetzt voll mit Emotionen dabei? Ist es Anspannung pur? Ist es auch Freude? Wie beschreib mal kurz dein Gefühlskino im Kopf. Ja, ist echt eine gute Frage. Es ist wirklich immer wieder ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe nicht umsonst eine große Brille auf, wo meine Augen nicht sieht, weil da immer wieder Tränen der Rührung auch kommen oder der Begeisterung. Also ich glaube, es geht ja allen gleich. Also morgens. Wer da keine Gänsehaut hat und nicht irgendwie Tränen in den Augen hatte, ja, weiß ich nicht. Aber, und auch so an so einem Tag, man fiebert mit, man ist voll heiß, man ist der Überzeugung, dass es irgendwie richtig gut klappt. Und dann läuft es von Anfang an vielleicht mal nicht rund. Wenn das dann bei gleich zweien vielleicht der Fall ist oder sogar bei dreien, ist es mega schade. Aber es ist eine Langdistanz, es ist ein langer Tag und da ist alles möglich. Und deswegen geht es, glaube ich, darum, für die Profis wie für die Age-Gruppe einfach, ja, dranbleiben, Geduld haben und ja, vielleicht wendet sich das Blatt ja noch zum Guten. Ja, da hast du schon quasi so eine Frage von mir vorweggenommen sozusagen, genau. Aber ich bin jetzt zum ersten Mal hier und ich habe, wie du schon sagtest, total Gänsehaut gehabt beim Start, aber auch beim Solarer Berg. Ja. Wahnsinn, einfach so das Gefühl, wenn man jetzt noch nicht in Rot war und so vielleicht überlegt, auf der Langdistanz mal vielleicht so zu starten, ist da Rot auf jeden Fall schon so das the place to be oder ist es ja. Ja, auf alle Fälle. Also ja, du bist ja hier, du hast selbst gesagt, Wahnsinn. Ja, ich glaube, braucht es keine Worte. Super für die Zuschauer, man bekommt wahnsinnig viel mit, ist nah an den Athleten, schon beim Schwimmen. Ja, und die Atmosphäre reißt einfach mit. Also ja, morgen in die Schlange stellen. Ja, ja, stimmt, geht ganz früh los, habe ich schon gehört. Worauf freust du dich am meisten heute noch? Tja, auf das Wechselbad der Gefühle auf der Laufstrecke. Also wie gesagt, man kann das Rennen einfach noch nicht herschenken, kann noch viel passieren und ich freue mich einfach, unsere Athleten, aber auch alle anderen, zu unterstützen. Und dann heute Abend freue ich mich echt auf ein kühles Erding alkoholfrei. Ja. Oder auch eins mit Alkohol. Ja, da sind wir im gleichen Team. Ja. Übrigens auch mit den gleichen Socken. Ja, super. Also vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Viel Spaß noch. Dankeschön. Er liegt erschöpft auf dem Asphalt und es geht halt nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr, die Schmerzen sind zu groß und damit eine wirklich schwierige Nachricht auch für die deutschen Triathlon-Fans. Aber wir haben noch einige Eisen im Feuer und wir haben halt ganz, ganz viele große Namen noch mit im Rennen. Felix Weißhöfer ist gerade bei uns, der Renndirektor. Das ist schon ein Schock, den müssen wir erstmal verdauen. Ja, ich will jetzt rausfahren an die Lände und schauen, wie es geht. Ja, ja, also fahren wir. Haben wir noch 10 Minuten? Ja, das wo steht der Bus? Der steht wirklich bitter. Also wir haben es jetzt 12.07 Uhr und ich habe hier vor mir jemanden stehen, wo alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht die Texte kennen und auch die Stimme das vielleicht zuordnen können. Aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und was du hier machst. Moin, ich bin Anna, ich bin Redakteurin beim Triathlon-Magazin und hier in fotografischer Mission unterwegs. Vielleicht kannst du uns kurz abholen. Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass, ja, Foto ist raus, oder? Der ist raus. Ja, Achillessehne hat wohl nicht so mitgemacht, wie er sich das vorgestellt, erhofft, gewünscht hat. Dass es so früh passiert, habe ich nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Ja, er hat das ja schon angedeutet, aber ich glaube, ich muss auch sagen, das ist ein bisschen schade, so einfach so, nicht? Das ist ein Twist, richtig so. Ja, voll. Also er hat bei der Willkommensparty am Freitag noch gesagt, er wird gern aufs Cover vom Triathlon-Magazin kommen, wieder mit einer Comeback-Story. Ja, wäre schön gewesen, aber... Ja, vielleicht auf Hawaii.
Ganz kurz nochmal zu deinem Tag. Wann bist du heute aufgestanden und wie sah dein Tag bisher so aus? 3.30 Uhr aufgestanden, um 4:30 losgefahren zum Medienshuttle, Schwimmstart, alles mitgenommen, fotografiert und dann geht es als nächstes jetzt ins Ziel. Ja. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt gerade an der Lände, an der Laufstrecke und hier wird es gerade relativ laut. Okay, also denke ich mal. Gehen wir da auch mal hin. Gehen wir da mal hin. Dankeschön. Gern. Danke dir. Hi Jan, Sören, hi. Ja, ich mache eine Audio-Doku. Ich habe ehrlich gesagt keine Frage, aber magst du ganz kurz teilen deine Gedanken, wie es dir gerade geht? Ja, ist natürlich irgendwie eine schwere Situation. Ein Tag, an dem irgendwie alles perfekt lief, bis es nicht mehr lief. Tut irgendwie weh und ist natürlich auch schade, gerade vor so vielen tollen Zuschauern dann in sauren Apfel beißen zu müssen. Aber naja, deswegen bin ich jetzt noch eine Weile hier und versuche das irgendwie gut zu machen und bin einfach nur dankbar, dass so viele Leute dann auch irgendwie zum Unterstützen kamen. Ja. Eine Frage ist mir doch noch eingefallen, du gibst ja sonst immer mit Sevi, teilt ihr das mal das Essen der Sieger. Gibt es da heute irgendeinen Deal oder so? Sevi ist ja auch da. Keine Ahnung, heute Abend sollten wir uns vielleicht einfach laufen und besaufen und von irgendjemandem die Rechnung zahlen lassen. Das ist schon irgendwie. Danke dir, ja. Danke. Es ist 2.51 Uhr und ich bin jetzt hier gerade vor Julia. Weißt du, wie es Patrick geht? Er ist als Zweiter gefinisht heute bei der Challenge Rot. Ihm geht's gut. Er ist zufrieden mit der Leistung, hat von vorne bis hinten kämpfen müssen und das ist genau das, was wir im Vorfeld in den Tagen gepredigt haben. Einfach das Beste rausholen und Gas geben. Und man darf nicht vergessen, auch er ist mit einer Verletzung in die Saison reingestartet und wir sind als Team super happy damit, wie das Rennen gelaufen ist. Sehr, sehr emotional auch alles hier, nicht? Ich muss sagen, ich habe auch die ganze Zeit Gänsehaut. Ich bin das erste Mal hier und ja. Ja, aber das macht das Rennen in Rot einfach so aus und das ist auch einer der Gründe, warum wir so gerne hierher kommen, weil du einfach von den Emotionen der Zuschauer hier wirklich komplett durchgetragen wirst und man spürt das einfach. Es liegt den ganzen Tag über in der Luft, es gibt aber auch Energie. Und wie geht's dir? Auch gut. Klar, als Betreuer ist man da auch immer involviert und angestrengt, aber ich bin froh, dass er ins Ziel gekommen ist. Ich bin froh, dass er so ein Rennen abgeliefert hat und jetzt haben wir uns dann mal ein paar bisschen sportfreiere und ruhigere Tage verdient. Ruhe, Schatten, ja. Es war heute jetzt Schatten, viel vor allem und trinken. Ja. Genau. Okay. Vielen Dank, ja. Danke. Ja, okay. Ja, ich schaue gerade auf meine Uhr und es ist jetzt hier knapp 20 vor 7, 19 Uhr. Und ich habe wieder Daniel mir geschnappt, nachdem wir hier unsere erste 12-Stunden-Schicht beendet haben. Haben wir uns jetzt mal gerade hier frisch gemacht. Beschreib mal ganz kurz, wie du den Tag bisher erlebt hast. Boah, ist super schwer, das irgendwie kurz zu beschreiben. Ich glaube, da müsste man nochmal einen kompletten Tag irgendwie Audio aufnehmen. Ne, ist einfach krass. Also war wirklich einfach ein super, super schöner Tag, wie es einfach nur in Rot möglich ist, glaube ich. Also ich habe hier Rot genauso erlebt, wie es die letzten Male, als ich hier gestartet bin, halt einfach auch erlebt habe. So als die reinste Form des Triathlon. So, weißt du, so man hat Menschen gesehen, die alle einfach nur Grinsen im Gesicht hatten. Alle waren glücklich, alle waren super froh. So irgendwie, klar, natürlich war so ein kleiner Dämpfer mit drin, als Frodo ausgestiegen ist, aber ja, ey, das sind halt so Sachen, da stecken wir ja auch nicht drin. Und um den Tag in einem Wort zusammenzufassen, ist einfach so überwältigend. Ja. Ich hatte auch auf jeden Fall, ich bin ja zum ersten Mal hier und wollte das ja auch so ein bisschen jetzt hier mit der Doku einfangen, aber auch für mich einfach mal erfahren. Und ich muss auch sagen, gerade so Lara Berg, man hört das immer nur vom Hörensagen und Sehen und Livestream gucken, aber so krass hatte ich es halt auch nicht erwartet. Ich hoffe, dass es ein bisschen in auditiv so rüberkommt und man das so ein bisschen greifbar ist, wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber wie oft bist du jetzt hier nochmal gestartet und war das auch so ein bisschen, du hast jetzt auch eine andere Perspektive mal darauf bekommen, nicht? Ja, und ich war hier 10-mal am Start. Ja, keine Ahnung, ich habe dir ja heute Mittag, als wir am Solara Berg standen, als ich dir erzählen wollte, wie krass das eigentlich für mich irgendwie emotional war, habe ich selbst direkt schon wieder so einen Emotionsschub gekriegt und sowas den ganzen Tag eigentlich durchgehen. Ich habe immer wieder irgendwie so Erinnerungen gehabt und Flashbacks und mega emotional geworden so und
Ja, Rot ist einfach, es gibt ja einen Grund dafür, warum die Menschen immer wieder hierher kommen und warum die Starterinnen immer wieder versuchen, hier einen Startplatz zu ergattern, die sich nachts hier in die Schlange stellen um 12 schon, weil einfach das einzige Ding ist, was so wirklich krass ist. Ja, also ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr starten werde. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich morgen früh anstelle zum Campen, was man da hört, die Storys, aber ja, wir lassen es mal überraschen. Wir steppen jetzt auf jeden Fall mal zurück wieder zur Messe und gucken uns nochmal die Finisher Party an. Ja? Auf jeden Fall, ja. Ja, okay. Nice. Bis dann. Vielen Dank. Diese zwei wundervollen Menschen, die sind letztes Jahr mit hier dazugekommen. Das war letztes Jahr ihre Premiere. Dieses Jahr sind sie Vollgas mit dabei und haben das volle Emotionen rot erlebt. Das ist euer Applaus für unsere zwei Moderatoren hier, Alex Siegmund und Hardy Töne. Vielen, vielen Dank und wir räumen die Bühne für die Stars, die hier einlaufen. Ja, wenn der Tag so zu Ende geht, also ganz herzlichen Dank an alle hier. Wahnsinn! Du hast viele Freudentränen heute auch schon auf den Solara Park gelassen, auf der Strecke. War das vielleicht emotional mit das schönste Rennen deiner Karriere? Keine Frage. Also das habe ich jetzt heute schon 50 Mal gesagt. Es ist wirklich so und deswegen ganz, 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 ganz herzlichen Dank an euch alle. Ihr habt das heute für mich zum Triathlon-Spektakel meines Lebens gemacht und es war einfach geil mit euch. Er hat es vorhin schon gesagt, der schönste zweite Platz, denn hier in Rot ist er ein Siegertyp. Letztes Jahr hat er gewonnen und jetzt darf mir noch einmal ihn feiern, wenn ich sage, das hier ist Patrick Lange! I said I like a good party and wow, 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 is this a good party, oh my God. It's a pleasure to see you racing. Let's talk about these guys who finish now in the evening. What do you think about these athletes? Well, it's just an incredible display of endurance and courage and perseverance and keeping at it. And it's really inspiring to see. And I mean, also the fans. The fans here have amazing endurance. You guys never get tired. Definitely not. Please make some noise for Sam Long. Hey Rot, wir probieren noch mal was aus. Und zwar fahren wir mal runter. Was ist denn eine Frau werden? Sie hat ja gesagt! Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Immer für dich! Geknutscht werden nach diesem Heiratsantrag und parallel feiern wir Gavin, Lars, Florian, Jessica, Simon, Uta und Simon from Great Britain, from Estland, Baren und die zwei knutschen sich weiter. Wir wünschen euch ganz viel Glück. Das ist euer Applaus, die junge Ehe. Ladies and gentlemen, I'm so grateful to our volunteers, to the team and all the athletes. The Triathlon Herz beats in Rolf. Thank you very much. Und dieses Herz schlägt genau für diese Athletin. Hier kommt Kevin Brühl, Vive la France, unser wahrscheinlich letzter Finisher. Das ist für dich. Unser Dank geht nochmal an Alice, Katrin und Felix Weichshöfer. Wir erreichen in wenigen Metern unser Endziel, wo wir heute Morgen gestartet sind. Also uns hat Spaß gemacht mit euch heute. Ich hoffe euch auch ein bisschen, dass ihr zufrieden wart mit dem, was ihr sehen konntet.
und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Also schöne Zeit bis dahin. Tschüss euch. Ciao.